habe meinen Bachelor in Bremen gemacht und irgendwann hat sich einer meiner Lieblingsdozenten entschieden, dass er jetzt an die damals Cusanus Hochschule geht und hat gesagt, Leonie, guck dir das doch mal an. Also du wolltest doch sowieso Wirtschaft dazu nehmen. Und die machen das da und die machen das ein bisschen anders. Da musst du dich nicht einfach in eine VWL-Vorlesung setzen und alles aufschreiben und dann in der richtigen Reihenfolge abhaken, sondern die haben einen ganz anderen Schwerpunkt. Hier hingekommen bin ich, glaube ich, dann nochmal aus ein paar verschiedenen Gründen. Einmal auch, weil das Gespräch dann mit Daniela Gottschlicht, die den Studiengang leitet, so richtig nett war. Weil sie auch aus der Politikwissenschaft kommt und es irgendwie so über die Jahre einfach geschafft hat, alle ihre Interessen und alles, was sie wirklich bewegt, in ihren Job einzubringen. Und das fließt jetzt in diesen Studiengang ein und das merkt man halt voll. Und das hat man ihr auch direkt angemerkt. Dann habe ich gedacht, ja, das möchte ich. Hier fühle ich mich, das fühlt sich gut an. Ich glaube, einerseits hat sich verändert, dass ich vorher, glaube ich, einfach dachte, ich will Wirtschaft verstehen. Und das ist auch immer noch ein Stück weit so, weil ich will immer noch verstehen, was passiert. Aber trotzdem hat sich, glaube ich, verändert, dass ich Wirtschaft mittlerweile wieder viel mehr als was sehe, was man halt gestalten kann und verändern kann und auch muss. Also so funktioniert es halt nicht, so geht es nicht weiter. Es hatte vielleicht mal seine Berechtigung bis zu einem Punkt, die läuft irgendwie aus und so kommen wir nicht weiter. Und dafür ein Verständnis zu entwickeln, hat hier ziemlich gut geklappt. Ziemlich besonders hier finde ich auf jeden Fall das studentische Leben, weil es ist halt nicht so, du kommst auf deinen Campus und dann triffst du dich zum Seminar und dann gehst du wieder nach Hause, sondern viele Leute pendeln hierhin. Manche sind mittlerweile hier, also in Koblenz wächst die Studiengemeinschaft auch, aber immer noch viele pendeln halt hierhin. Und die Hochschule wurde mit Studis gegründet und dieser Studieverein ist seitdem einfach so ein Kernelement dessen, was hier passiert und dass es funktioniert und man merkt es halt einfach noch. Und das, finde ich, macht es auch besonders. Du kommst hier hin, du bringst dich ein, du hast eine ganz andere Beziehung zu den Leuten hier, als ich es vorher in meinem Studium hatte. Man hatte seine Friends und dann ist okay. Aber hier hast du wirklich, du kennst eigentlich jeden zumindest so ein bisschen und du kommst mit jedem irgendwie schnell ins Gespräch, man ist sich einfach nicht fremd und ja, kann sich so austauschen und gegenseitig inspirieren. Und immer wieder kommt es halt vor, dass Leute sagen, hey, ich fahre zu dem und dem Kongress oder mich interessiert das Thema, ich will ein Paper schreiben. Ich denke, wer schreibe ich Paper? Leute, die irgendwie Leute treffen, die sie inspiriert haben und so, ja, dann tut man sich zusammen und fährt irgendwo hin, macht ein Projekt zusammen, schreibt ein Paper und findet sich einfach gegenseitig spannend und hilft sich weiter. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also hier ist einfach so viel Engagement und Freiwilligkeit und Begeisterung, die so mit reinkommt. Ja. Und jetzt genau. Habt ihr sogar noch das Studihaus hier. Oh ja, es stimmt, wir haben das Studihaus. Danke an die Hausgruppe. Und jetzt können wir irgendwie morgens um 8:55 vor Seminarbeginn mit dem Kaffee zur Hochschule rüber spazieren. Und es wird alles sehr, sehr gemütlich. Und ich glaube, das wird wieder wie die Jugendherberge, die wir vorher mal hatten, so ein richtiger Ort der Gemeinschaft.